Dark Victory ein, dürfen heteros schwule Rollen spielen. Okay, ich bin gespannt. Ich habe so 5 Minuten schon so ein bisschen geguckt oder so. Nee, so gar nicht mal so lange. Hier bis hier. Aber das habe ich gedacht, hey, das wollte ich gerne mit euch gucken. Deswegen gehen wir da direkt mal rein. Falls euch gefällt, lasst gerne ein Abo, Like da. Link in der Beschreibung. Der Kuss geht raus. perfekte Mann für die Rolle. Nur eine Frage noch. Haben Sie schon mal einen Sch*** gelutscht? Was? Naja, die Rolle ist ein schwuler Stricher. Und die Produktionsfirma will nur Gay Actor. Ich bin Schauspieler. Das ist mein Beruf. Ja, aber wenn Sie das nicht selbst erlebt haben, dann... Nein, ich meine, sollte mein Chef mir wirklich im Berufsumfeld Fragen dieser Art stellen? Wollen wir jetzt wirklich darüber reden, was angebracht in Hollywood ist? Ich habe beim Flaschendrehen mal den Bruder meiner Frau geküsst. Bingo, Tiffany, schicken Sie es an alle Medien. Gay-Icon gefunden. So, jetzt müssen Sie nur noch Ihre Berufserfahrung als Sexworker nachholen und dann... Ich weiß ja nicht, wie er das macht, ne, mit diesen Charakteren und so. Da bin ich ja einfach nicht, keine Ahnung, mein Gehirn kommt damit nicht klar. Aber ich liebe es. Haben es sicher mitbekommen, dass Kit Connor von Heartstopper unfreiwillig zum Outing genötigt wurde. Warum? Okay, vielleicht, aber ich glaube, die Leute, die nicht in der Szene drin sind, Heartstopper ist so die krasseste Serie so seit langem, die es so gibt in der Szene. Und wie gesagt, Kit Connor spielt einen Junge, der bi ist. Und viele haben ihn halt vorgeworfen, so dass er nicht in die Rolle passt und deswegen, dass er so Fame ausnutzt, also die Rolle ausnutzt und dass er jetzt Fame bekommt wegen der Serie, obwohl er ja gar nicht zur Community gehört, also zur LGBTQI+-Community. Aktivisten, die der Meinung waren, dass er Nick Nelson seine fiktive Rolle nicht spielen sollte, wenn er nicht selbst schwul oder mindestens bi sei. Die Diskussion kam auf, weil er am Set Händchen haltend mit einem Girl, Maya Refico, gesehen wurde. Krass, das wusste ich gar nicht. Uff. Ob er gern mit Jungs schläft. Er selbst hat Twitter erst deaktiviert, kam dann aber kurz zurück und tat das Einzige, was ihm übrig blieb. Staffel 2 von Heartstopper wurde schon angekündigt. Den Shitstorm können wir uns nicht leisten, also wenn du deinen Job behalten willst. Ist ja gut. Ich bin Bi. Glückwunsch, dass ihr einen 18-Jährigen zum Outing gezwungen habt. Ich glaube, einige von euch haben nicht verstanden, worum es in der Serie geht. Guter Text. Tiffany, sag's der Presse. Bi-Outing von Netflix da. Oder Pan? Das klingt noch moderner. Wie sieht's mit Pan aus, Kit? Das ist aber weder das erste noch das letzte Mal, dass von einem Teil der Community gefordert wird, queere Rollen nur mit queeren Darstellern zu besetzen. Hä? Naja, zum einen aus Angst davor, dass ein Hetero-Schauspieler queere Menschen für billige Lache auf eine Karikatur runterbricht. Hä? Berechtigte Angst, wenn man mich fragt. Da brauche ich aber eine Kaffeekanne zu meinem Käsekuchen, die alte Klatschtante, na? Heitetei, Gott sei Dank hab ich halt in meinem Anus. Stimmt, also das war, also wenn man das so zurückblickt, war diese Serie echt krass stigmatisieren und richtig weird, ne? Also, dass die allein schon so geredet haben und so. Natürlich gibt es Leute, die so redet, aber ich glaube, viele Leute denken, Schwule sind nur so. Die reden nur so. Benehmen sich nur so und es gibt keine anderen. Versteckt. Oh. Kauft doch auf ein Glas Prosecco und bei der Pudarosa Ranch für indigene Menschen. Oh. Let's say, die sind generell nicht sonderlich gut gealtert. Zum anderen wollen einige keine Heteros auf Homo-Rollen sehen, weil es immer noch viele Schauspieler gibt, die in Hollywood keine Jobs bekommen, aus dem einfachen Grund, dass sie queer sind. Und das ist unsere Hauptrolle. Ist das nicht ein Schwuler? Das ist ein Teenie-Film. Wollen Sie die Jugend etwa verwirren? Außerdem ist seine Rolle mit einer Frau zusammen. Eben, es ist ein Film. Make-believe. Nein, nein, wir sind ein anständiges Unternehmen. Also wenn Sie keinen neuen finden, müssen wir unser Investment für Teen-Sex schmeckt. Ich muss sagen, ich finde es krass, dass Netflix halt wirklich viel in die Szene da macht und so, ne? Das finde ich halt ganz cool. Nach Apfelkuchen nochmal überdenken. Ach, Heteros vermarkten sich halt leider immer noch leichter, wenn man auch an die Kohle von Konservativen will. Und auch das vorherrschende Männlichkeitsbild sorgt dafür, dass viele schwule Männer kategorisch für Hetero-Rollen ausgeschlossen werden. Verstehe. Und wenn es dann mal schwule Rollen gibt und man besetzt auch da wieder Heteros... Kreiert man eine Arbeitswelt, in der kein Platz für queere Menschen ist. Was ja auch so ein bisschen verständlich ist, ne? Deswegen ist es ja auch oft so bei Filmen, wo zum Beispiel bei Black Panther 2, wo es so war, dass viele, auch alle so Leute im Umfeld da schwarz waren, ne? Also die Kameramänner, Drehbuchschreiber, so, das war alles so besetzt, ne? Damit die wenigstens bei so einem Film, weil so viel Racist ist und sie sonst keine Jobs kriegen, dass sie wenigstens bei so einem Film dann Rollen kriegen oder mitarbeiten dürfen, was ja eigentlich auch schon
Grundproblem nicht behebt, aber denen wenigstens Arbeit gibt, weißt du so? Also es ist so ein bisschen teufelskreismäßig. Und im Grunde können die jetzt so viel reden, was sie wollen, das System ist halt scheiße. Ja? Und das Denken von Leuten und Menschen, die zurückgeblieben sind. Sagen wir mal so. Wie sie das verkörpern. Sie sind die ideale Besetzung für den jungen, schwulen Freigeistcharakter. Ja gut, aber der macht seinen Job ja auch außergewöhnlich scheiße. Ich glaube, das ist mein Punkt. Die Aufgabe eines Schauspielers ist es nicht, abzubilden, was er ist, sondern zu spielen, was die Rolle verlangt. Hm. Und tut er das schlecht, sollte er dafür kritisiert werden. Weil er seinen Job schlecht macht, nicht weil er nicht privat mit Männern schläft. Und auch dann davon auszugehen, dass jeder Gay dieselbe Erfahrung gemacht hat und durch gleichgeschlechtlichen Sex eine Art Geheimwissen erlangt hätte, das kein anderer Schauspieler durch Empathie oder Technik nachempfinden könnte, ist irgendwie anmaßend. Weil es dem Schauspieler sein Handwerk abspricht und das Thema Sexualität dazu viel zu krass vereinfacht. Eben. Ab wann darf man denn dann schwule Rollen spielen? Nach einem Männercrush? Einem Kuss? Blowjob? Zähltenjob? Oder gibt's da nur einen halben Punkt? Was ist, wenn man nicht heterosexuell, sondern nur heteroromantisch ist? Pan oder Bi? Was ist, wenn man noch ungeoutet ist oder sich nicht labeln will? Wie viel muss ich an Intimdetails preisgeben, um in einer fiktiven Geschichte eine fiktive Rolle zu spielen und einfach nur meinem Job nachzugehen? Aber... Ja, ist halt richtig schwierig, ne? Es gibt ja genug Hetero-Rollen, oder? Warum müssen die dann auch noch die schwulen Rollen spielen? Naja, aber wo wären wir denn heute, wenn es nicht all die Mainstream-Hetero-Schauspieler gegeben hätte, die schwule Rollen in einer Zeit gespielt haben, in der das verpönt war? Die haben damals so der schwulen Community und unseren Struggles Akzeptanz und eine Bühne im Mainstream gegeben, die wir aus eigener Kraft so schnell nicht hätten aufbauen können. Ja gut, aber die Zeiten sind ja vorbei. Deren Job ist dann, wir brauchen ja keine Straight Saviors mehr. Aber Straight Allies vielleicht. Und ja, es gibt viele... Allies sind Supporter, ne? Falls ihr das... Also Unterstützer. Schauspieler, die heute out and proud leben und einige sind sicher dankbar, schwule Rollen spielen zu dürfen. Aber was bedeutet das für die, wenn wir diese Narrative pushen, nur Gays dürfen Gays spielen? Na? Die Hochzeit meines schwulen Freundes. Immer dieselben Rollen, hätte ich mich bloß nicht geoutet. Hätte ich mich bloß geoutet. Oder queere Rollen werden generell weniger und weniger, weil Studios jedes Mal mit einem Shitstorm der toxisch-identitätspolitischen Bubble rechnen müssen und da keinen Bock mehr drauf haben. Dann wird queer wieder ein Thema nur für ProduzentInnen, die selbst queer sind. Und das bedeutet schlechtere Produktion, weil weniger Geld durch kleineren Absatzmarkt. Und schwupps hat uns die eigene Community selbst ins Ausgestellt, weil wenige meinen, für alle sprechen zu können. So wie du gerade? Nee, das ist obviously nur meine Sicht als schwuler Geschichtenerzähler. Ich sehe das so. Schwule werden immer... Jetzt bin ich mal gespannt, weil ich glaube, ich mein Gehirn hat auch was dazu zu sagen. Authentische schwule Geschichten schreiben, die nah an der queeren Lebensrealität sind. Aber um diese dann auszuacten, braucht es nicht zwingend jemanden, der dasselbe erlebt oder gefühlt hat, solange er sein Handwerk, das Schauspiel, gut beherrscht. Außerdem behaupte ich mal, dass queere Storyteller automatisch darauf achten werden, dass sie auch innerhalb der Community Talente suchen und fördern. Und obwohl das mein Standpunkt ist, glaube ich, erwische ich mich trotzdem manchmal, dass ich denke... Wäre es nicht cool gewesen, wenn man jungen Gay-Actors die Chance gegeben hätte, Freddy oder Simon zu spielen? Als betroffener Schauspieler würde mich das auch anpissen, wenn ich beim Casting bin und die Rolle dann aber an einen Hetero geht. Ja, eben, das tut weh. Und aus Schmerz wächst diese Twitter-Mob-Mentalität, durch die man vermeintlich Macht und Kontrolle zurückgewinnt. Unsere schwulen Vorfahren haben nicht umsonst für uns gekämpft. Unterdrückung den Unterdrücker! Wir spüren jede sexualitätsbasierte Fehlbesetzung auf und callen sie out! Tut etwas, das Zeug hält! Ja! Aber diese Identitätspolitik lehne ich ab, weil ich mich generell nicht sonderlich wohl in der Opferrolle fühle. Auch wenn es von da am einfachsten ist, mit dem Finger zu zeigen. Ja, queere Menschen sind eine marginalisierte Gruppe, kein Geheimnis. Schaut man nur auf die Kriminalstatistik. Aber es ist eben auch Community-Verantwortung, mit dem Schmerz verantwortungsvoll umzugehen, ohne dass er sich sinnlos gegen alles entlädt, was ich ablehne, wenn ich nicht bekomme, was ich will. Ich meine, es ist eine verzwickte Situation und es nervt mich selbst, dass ich keine einfache, allgemeingültige Antwort finden kann, ob oder wann Heteros eine schwule Rolle spielen sollten. Aber jemanden sein Handwerk, sein Einfühlungsvermögen und seine Kompetenz aufgrund seiner vermeintlichen Sexualität
Identität abzusprechen, fühlt sich für mich falsch an und nicht wie etwas, wofür ich stehen möchte. Egal, was mir in meinem Leben oder uns als Community in der Vergangenheit passiert ist. Aber wie seht ihr das? Hat er irgendwas vergessen oder nicht bedacht? Ja, Leute, was, wie sehe ich das? Ich weiß es selber nicht genau. Ich würde sagen, also seine Meinung ist schon sehr, 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 sehr nice. Und ich muss sagen, es ist natürlich auch das Problem, dass man jetzt zum Beispiel an so Schauspielern halt so ein Vorbild sieht, ne? Also, und das ist halt auch das Ding. Kid Connor ist jetzt auch natürlich eine extreme Person, weil er hat so viel, also seine Reichweite ist ja crazy. Er hat ja diese Heartstopper gespielt und keine Ahnung, 3 Millionen, 4 Millionen Instagram-Follower, Millionen von Twitter-Follower bekommen und keine Ahnung was. Und natürlich, ich glaube, obwohl ich mich in dieser Bubble beschäftige, habe ich gar nichts davon mitbekommen, dass er gehatet wurde. Erst als er gesagt hat, ich werde gehatet, dass ich mich outen soll, da habe ich erst gecheckt, hä, das ist ein Problem, ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Und ja, man kann das schon verstehen und wie gesagt, also das Problem ist ja auch bei zum Beispiel schwarzen Rollen, wie bei Black Panther, dass das ja auch sozusagen, also auch die Schauspieler oder die Caster gesagt haben oder die Leute, die da gearbeitet haben, das ist ja die einzige Chance, um Geld zu verdienen oder dass wir überhaupt eine Rolle kriegen oder überhaupt eingestellt werden. Aber das ist ja ein generelles Problem. Es ist ja das Problem von allem, dass es da so sein muss, habe ich schon gesagt. Also ich glaube, das ist, wie gesagt, eher so ein strukturelles Ding, dass, wie gesagt, wenn ich halt jetzt sage, hey, ich bin Fotograf und ich kriege einfach keine Aufträge, weil ich schwul bin, aber dann wenigstens irgendwie kann man am Pride Month oder sowas sagen kann, okay, ich habe wenigstens ein bisschen Cash machen. Das ist ja auch, warum viele Influencer plötzlich am Pride Month oder am Black History Month plötzlich Kooperationen kriegen, weil Firmen sagen, hey, wir wollen mit euch kooperieren oder wollen mit euch was machen, weil es jetzt angesagt ist. Natürlich kann man jetzt die Firmen bashen, aber diese Creator, die probieren einfach nur zu überleben und Cash zu machen. Wisst ihr, also das ist halt so eine verzwickte Situation, die aber, glaube ich, besser wird. Ich glaube, es wird besser, es wird immer besser und ja, man muss als Gesellschaft da weiter wachsen, ne? Aber ich glaube, das wird auf jeden Fall alles besser und dass es jetzt überhaupt schwule Darsteller gibt, die sich jetzt outen und Fußball, das wird alles, denke ich mal, besser und ja, aber generell werden halt marginalisierte Gruppen eher halt für Rollen besetzt, wo sie auch reinpassen, ne? Zum Beispiel halt, keine Ahnung, wenn eine behinderte Person oder mit jemand Down-Syndrom hat, eine Rolle spielt, wo man jetzt eine nicht behinderte Person reintun sollte, kann er ja auch spielen, aber natürlich wird er eher genommen für einen Film über, wo ein Down-Syndrom, Typ mit Down-Syndrom eine Frau findet und oh, es ist so schön, oh mein Gott, wie schön, dass er auch eine Frau, also ob er nie eine Frau abkriegen würde, weißt du, also das ist ja so dieses Verzwickte daran. Naja, aber wie gesagt, ich glaube, es wird besser und falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da, Kuss geht raus und zum nächsten Video.